Hallo ihr Lieben, wir sind's mal wieder. Hallo zusammen. Ja, wir haben gesagt, wir melden uns wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Gibt Neuigkeiten? Mhm. Wir fahren noch nicht unser Wohnmobil abholen, falls ihr das denkt. Nein. Aber der Hugo ist weg. Wir haben den Hugo verkauft, wurde heute abgeholt. Können wir euch noch einblenden, wie er weggefahren ist. Jule schaut traurig. Warum schaut sie traurig? Weil der Hugo gerade abgeholt wird. Traurig. Ja, die Jule hat gleich wieder einen Flunsch gezogen. Er stolze. Keiner will den Hugo kaufen. Jetzt ist er weg. Auch nicht recht, ne? Ja, wie er es macht. Genau, wie immer. Ja. Ja. Nein, es ist alles gut. Und wir sind jetzt unterwegs. Wir nehmen uns heute Nachmittag eine Auszeit vom Umzugsstress. Ja, beim von Umzug, der Arbeit. Beim Umzug ist es ja auch gar nicht so schlimm. Es hat sich auch schon was getan. Wir haben den ersten Teil mit den Jungs. Die großen Teile. Genau, die haben wir mit den Jungs. Da hat mein Auto bis aufs Bett gemietet. Und da sind wir 5 Fuhren gefahren und haben so die großen drüber rübergefahren in die neue Wohnung. Da ist jetzt dann die schlimmere Arbeit für mich. Mhm. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir heute eine Auszeit machen. Weil ich muss dann diese ganzen Schränke, Packs und vom Gang und was weiß ich was, alles wieder aufbauen. Zusammenpuzzeln. Ja, und da wir ja Deckenhöhe genauso haben, dass es reinpasst, können wir es ja nicht einfach am Boden zusammensetzen und wieder aufstellen. Nee, es muss man im Stehen montieren. Das wird nur spannend. Ja, spannend für dich, weil du musst ja halten. Ja, das ist ja das Wenigste. Ja, wir wollen uns natürlich auch, also es ist ja echt super, wie ihr euch auch Sorgen um uns macht und wie ihr in den Kommentaren schreibt oder dann wieder sagt, Kopf hoch, wir haben das auch gemacht aus dem Haus in die Wohnung. Es ist total super, das alles zu hören. Es hilft einem in der Situation weiter. Es ist ja auch nichts Dramatisches. Ja. Man ist einfach jetzt nur in so einem, ich sag mal, in so einem emotionalen Auf und Ab. Es ist wie eine Achterbahn und manchmal halt ein bisschen überfordert. Und also wir haben die Kontrolle, weil all das, was passiert, wollten wir ja wir so. Wir wollten es so. Also ist nicht und so, dass am wir Ende aus dem, ist das alles gut. Ja, ist nicht so, dass wir aus dem Haus rausgeflogen sind und dass wir ausziehen mussten, weil die es jetzt plötzlich verkaufen. Nein. Nee, die verkaufen es, weil wir jetzt ausziehen. Wir hatten auch die netteste Vermieterin, die man haben kann. Ja. Also nee, wirklich 28 Jahre lang. Alles super toll. Ja. Also das ist nicht so schlimm. Und wir haben uns das so rausgesucht. Wir wollten das so. Und wir müssen da jetzt durch. Du. Auch wenn es ein bisschen turbulent ist. Und natürlich jetzt auch ziemlich schnell alles kam. Und mit dem Hugo-Verkauf und Neukauf, das natürlich nicht geplant war, dass es aufeinanderstößt. Also bei mir stellt sich jetzt das Gefühl ein, weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn irgendwie was Neues kommt. Am Anfang verabschiedet man sich noch vom Alten und dann hängt man wegen und bei mir ist jetzt schon, ich bin jetzt schon in der Situation, dass ich sage, jawohl, zack, jetzt demnächst wird die Wohnung bezogen und dann haben wir eine tolle Wohnung. Es ist wirklich eine tolle Wohnung. Und dann freue ich mich schon auf das neue Wohnmobil abholen und einrichten und die ersten Aufnahmen machen und Roomtour und ja. Bei der Jule ist noch nicht da. Das dauert bei mir noch. Warum? Oh, weiß nicht. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir schwimmen. Naja, wir fahren an den Brombasen. Nein, paddeln. Genau. Wir gehen einfach noch mal raus in die Sonne, in die Natur und müssen einfach noch mal abschalten, bevor wir weiter packen und sortieren. Und zu Hause ist es ja deprimierend, weil halt im ganzen großen Wohnzimmer 2 Stühle stehen und ein Fernseher. Ah ja, weil ja letztens auch einige gefragt haben, was ich denn beruflich mache. Da will ich jetzt gar nicht so groß drüber reden, weil ich will ja jetzt keine Werbung oder irgendwas machen. Aber googelt einfach Roland Dollmann.
Und da dann, findet ihr alles. Und dann wisst ihr, was ich mache. Da findet man mich ziemlich weit oben, für die, die es noch nicht getan haben. Und ja, mehr will ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, die Kommentare, da freuen wir uns natürlich immer drüber. Ja, und entschuldigt, aber bei dem letzten Video, wir haben, glaube ich, noch keinen einzigen Kommentar beantworten können. Wir haben sie alle gelesen, also wirklich alle gelesen. Roland, mein Namensvetter, so schlimm ist es nicht. Sie muss mir ja gar nicht so viel leiden. Ich muss ja mit ihr auch leiden. Das war ein Insider. Er weiß Bescheid. Ach komm. Nö, alles gut. Ja. Und wir freuen uns echt mega über die Kommentare. Und wenn wir dann jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit haben, werden wir die ganz selbstverständlich auch alle wieder beantworten und das noch nachholen. Was ich ein bisschen schade fand bei dem, ich glaube, der erste Karthago war es, ah, Leute, es gibt halt Menschen, denen gefällt Karthago nicht. Und dann gibt es wieder Menschen, denen gefällt er total gut. Mir hat er am Anfang überhaupt nicht gefallen. Ich fand die am Anfang... Ja, das ist einfach Geschmackssache. Ich fand die am Anfang auch so, wie manch einer geschrieben hat. Aber da müsst ihr euch doch nicht hochschaukeln. Das ist doch in Ordnung. Dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Ja, Gott sei Dank sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ja, also schaukelt euch doch nicht gegenseitig hoch. Es ist ja schön, wenn man sich gegenseitig ein bisschen was antwortet. Aber bitte nicht so heftig werden. Komischerweise mittlerweile Karthago hat mir nie gefallen. Ich bin immer reingekommen und dachte, Ich fand das immer zu wuchtig. Aber je mehr ich mich jetzt damit befasse, ich finde es schön. Mir hat es schon immer gefallen. Muss ich ehrlich sagen, es sind wirklich schöne Autos. Jo. Und was ist dann beim Hugo 4.0 wird, das weiß ich noch nicht. Oh. Hallo. Was? Nicht schon wieder. Nichts mehr. Du fängst das doch. Das bleibt jetzt mal. Du fängst doch immer an zum Suchen. Nee. Alles gut, keine Angst. Hugo 3.0 bleibt uns länger erhalten. Ich hab gesagt, den fahren wir bis zu meinem 65. den Hugo 2.0. Das war der Plan. So alt ist er aber noch nicht, der Roland. Nö, ich bin erst 62. Deswegen sage ich, er hätte eigentlich noch 3 Jahre fahren müssen. Das wusste ich nicht. Aber wer. Okay, entschuldigt Jungs, habe ich vergessen mit meiner Frau drüber zu reden. Also das wusste ich nicht, dass das geplant war bis zum 65. Das wusste sie nicht, nein. Also okay, ich war bestimmt im Suchen schon ein bisschen schnell, aber wer ist denn das Wohnmobil reingestiegen und hat gesagt, ich kann euch eins sagen, alles. Gerade ist der Hugo abgeholt worden. Den neuen haben wir ja noch nicht geholt. Ja. Was macht sie? Oh, da ist ein Frankia drin. Nein. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Doch, hast du gesucht. Da ist ein Frankia drin. Ich habe das Inserat gelöscht. Ja, ja. Beim Löschen von unserem Inserat ist dir aber sofort aufgefallen, welcher Frankia noch nicht verkauft ist von denen, die du auf deiner Merkliste hast. Oh Mann. Nein, ist alles gut. Also soviel zu dem Thema. Ich bin mal gespannt, wie lange der Hugo 3.0 hält. Ich hoffe, er hält länger wie ein Jahr. Ich befürchte... Doch. Ich befürchte. Also wenn den irgendeiner dann irgendwann unbedingt haben will, meldet euch. Nein! Quatsch mit Soße. Gut. Ja, das Wetter passt noch. 26 Grad. Sonne scheint. Hinter uns ist ein Holländer, der fährt mir gerade, der will mich gerade im Kofferraum parken bei mir. Was schleichst du jetzt so? Ja, 100 fahre ich, hier ist 100. Okay. Dann ja, war es das erstmal wieder von uns? Wir genießen jetzt den Nachmittag, die freie Zeit und ja, heute Abend geht es wieder weiter mit Arbeiten, Packen. Und dann ist es nicht mehr allzu lange, das versprechen wir euch, es ist nicht mehr allzu lange. Also wir hoffen jetzt, dass es echt sich nur noch um, ja. Ja, ich hatte letzte Woche schon Kontakt mit dem... Kurze Zeit handelt. Ja, ich hatte schon Kontakt mit dem Verkäufer. Am 26. September soll er bei denen in die Werkstatt kommen, um die Sachen, die wir noch haben wollen, dass die dann montiert werden. Und dann schauen wir mal, hoffen wir, dass wir zeitnah Anfang August, hätte ich fast gesagt. Oktober. Anfang Oktober das Fahrzeug dann tatsächlich abholen können. Okay. Wir können so viel verraten, wir holen sie in Bad Waldsee. Ach nee. Naja, es könnte ja sein, dass wir da bloß bestellt haben. Ach so, nein.
Ja, aber wir holen alles ihn dort. Gut. Wir nehmen euch mit. Alle. Wir haben Platz. Alle. Wir brauchen noch einen Chauffeur, siehst du? Ja, das macht unser Wohnmobil-Abholchauffeur. Das macht unser Wohnmobil-Abholsohn. Den kennt er ja schon. Bei Leni und Toni heißt er der. Wer heißt er da? Der Kartenleser. Der Kartenleser. Bei uns ist der Wohnmobil-Abholsohn. Der weiß das noch gar nicht. Wer bisher geschaut hat, der ist echt hart. Oh Gott, okay. Also wer jetzt noch dran ist, ihr seid echt hart. Ja, jetzt Schluss mit dem Gschmarri. Gschmarri, meine Frau sagt fränkisch Gschmarri. Gleich da am See schwimmen geht's, paddeln. Also, bleibt gesund. Tschüss.